Herzlich willkommen bei Find Your Lifestyle. Mein Name ist Sandra. Schön, dass du da bist beim Podcast für empfindsame Frauen, die mehr Selbstbewusstsein wollen. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, und zwar über die Nummer 1. Bist du die Nummer 1 in deinem Leben? Nimmst du auch den ersten Platz ein? Schenkst du dir selbst den ersten Platz in deinem Leben? Als selbstbewusste Frau ist das selbstverständlich. Spüre in das Wort selbstverständlich. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das klingt sehr kraftvoll. Es ist ja bekannt, dass wir immer noch in einer patriarchalischen Gesellschaft leben, wo häufig an die Frau sehr viele verschiedene Erwartungen gestellt werden. Oder auch noch viele alte Ansichten wirklich gültig sind. Die dürfen wir immer mehr für uns überprüfen. Und viel Entwicklung hat sich in diesem Bereich schon getan, das ist dazu zu sagen. Sicherlich kannst du auch in deinem Umfeld beobachten, dass es immer noch Frauen gibt, die nur hinterm Herd stehen. Wenn sie das so wollen und wenn sie das erfüllt, dann ist das natürlich auch eine gute Entscheidung. Es muss ja nicht jede Frau Karriere im Business machen. Da gilt es, ein gesundes Maß für uns selbst herauszufinden. Wir Frauen haben in dieser Gesellschaft, finde ich, sehr viele verschiedene Rollen, die wir einnehmen dürfen. Die Rolle der Frau, die Rolle der Geliebten, die Rolle der Partnerin, die Rolle der Mutter, die Rolle der Berufstätigen und so weiter und so fort. Auch dir fällt in diesem Zusammenhang sicher noch vieles ein. Wichtig ist es, diese Rollen im Alltag als Rollen zu betrachten. Und im Hintergrund wirklich das Leben, die Authentizität durchstrahlen zu lassen. Die Echtheit. Denn auch durch die Echtheit werden wir immer mehr zu Nummer 1, weil wir jeden Tag mehr unserem wahren Wesen entsprechen. Eine selbstbewusste Frau lässt sich nämlich nicht einfach nur durch eine Rolle definieren. Und sie vergisst sich selbst nicht. Das ist etwas sehr Wichtiges. Häufig wird ihr dadurch natürlich Egoismus nachgesprochen. Viele werden sie auch dafür beneiden. Aber eine selbstbewusste Frau lässt sich dadurch nicht aus ihrem Konzept bringen. Wenn wir Wertschätzung leben, wenn wir uns selbst den Wert schenken, dann werden wir auch für unser Umfeld immer interessanter. Natürlich nur für die Menschen, denen wir auf Augenhöhe begegnen können. Wenn das in anderen Menschen irgendwelche Gefühle auslösen sollte, besser gesagt Emotionen, dann dürfen sie einfach noch bei sich schauen und vielleicht haben sie sich noch nicht auf den ersten Platz gestellt. Schauen wir uns jetzt ein paar verschiedene dieser Rollen an. Nehmen wir einfach mal das Familienleben, die Mutterrolle. Wenn sich die Mutter an die erste Stelle stellt vor den Kindern, dann haben die Kinder in ihrem Umfeld die Möglichkeit, selbstbewusst und mutig heranzuwachsen. Die Kinder müssen so nicht die ungelebten Wünsche und Hoffnungen der Mutter ausleben. Und die Kinder werden auch nie ein schlechtes Gewissen haben, denn diese Mutter wird ihren Kindern niemals sagen, deinetwegen habe ich den Wunsch aufgegeben, zum Beispiel zu studieren oder Opernsängerin zu werden. Häufig wird in unserer Gesellschaft nämlich immer noch die Aufopferung großgeschrieben. Das hat mit echter Liebe und Mutterliebe nichts zu tun. Das ist ein total verzerrtes Bild. Nehmen wir noch ein Beispiel an die Hand, und zwar das der Partnerschaft.
Ein Mann, der wirklich geistreich ist und interessant, der fühlt sich von einer Frau angezogen, die ihren eigenen Wert zu schätzen weiß, die ihre eigenen Interessen verfolgt. Und so wird sich eine selbstbewusste Frau niemals von ihrem Mann anhören müssen, was er für sie alles aufgegeben hat, ihr zuliebe. Vielleicht habt ihr das alle mal schon erlebt oder mitbekommen. Also zusammengefasst ist es unerlässlich und selbstverständlich in Zukunft all das zu tun, was dir selbst Freude bereitet, was dir wichtig ist. Und setze dich auf den ersten Platz. Du bist die Nummer 1 in deinem Leben. Ich hoffe, dir mit diesem Podcast einige Inspirationen schenken zu dürfen. Freue mich wie immer über jeden Like, über jeden Daumen hoch, über jedes neue Abo, das eingeht. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Sandra.